Hallihallo und herzlich willkommen zurück bei Allein in Valheim, hier in unserem wunderschönen Mecklenburg. Ach, ein schöner neuer Tag hat begonnen und dann gucken wir doch gleich mal hier, wie es unserem Schweinchen geht. Ich weiß, also es hat viele Herzchen, ich weiß nicht genau, was das bedeutet. Wenn wir jetzt näher rangehen, ob es uns dann wieder angreifen möchte? Offensichtlich. Woran erkenne ich denn jetzt bitte? Wie es eben geht. Also, weißt du? Ich würde einfach gerne wissen wollen. Ja, hör auf, meinen Zaun jetzt zu zerstören. Was stimmt denn nicht mit dir? Moment, ich muss hier gleich wieder reparieren. Hallo? Hör bitte auf damit, beruhige dich. Iss bitte die Pilze, die ich dir da hingelegt habe und beruhige dich. Ich gehe auch wieder weg. Ich gehe auch wieder weg, lass dich hier in Ruhe und hoffe, dass er irgendwann klarkommt. Gelbe Herzchen. Ja, das ist jetzt wohl... Naja, das war jetzt ein Fehler, nochmal in die Nähe zu kommen, ne? Vermutlich. Naja. Okay, das war echt keine gute Idee. Ich gehe dann einfach mal woanders hin. Gut. Wir haben in der letzten Folge eine kleine Küche eingerichtet, was ich sehr schön finde. Hier mit dem Kochtopf und so. Und hier sind so ein paar Sachen an der Seite. Das heißt, wir haben eigentlich hier schon mal alles sehr gut vorbereitet. Ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt noch ein Wohnhaus brauchen, ne? Weil hier ist ja eigentlich top. Hier ist ja eigentlich top hier oben. Das brauchen wir eigentlich alles gar nicht mehr. Wenn ich das so für mich jetzt mal betrachte, können wir die ganze Hütte eigentlich abreißen, oder? Was meint ihr? Das hier ist eigentlich Quatsch. Also im Prinzip, hier ist leer. Hier ist leer. Hier ist alles leer. Dann werde ich das hier mal ein bisschen kontrollieren. Okay, hier haben wir noch was. Hallo? So, so. Okay, das muss ich alles mitnehmen. Ist das schwer? Wow, das ist mega schwer. Okay. Warte. Nein. Das hier rüber haben wir da. Hier haben wir sehr viele von. 314. Ja gut, denn die Köpfe holen wir später. Ach Mist. Immer noch nicht. Gut, Köpfe holen wir später. Dann haben wir hier leer. Dort leer. Das müsste ich auch einmal mitnehmen. Auch schon wieder zu viel. Alles klar. Und hier, das ist natürlich auch zu viel, ne? Und ich habe auch keine Slots mehr frei. Gut. Und warte, dann packe ich hier noch den Kopf rein. 306. Die noch. Und das. Okay, dann bringen wir jetzt das erstmal weg, fix. Ich würde gerne das Haus abreißen, tatsächlich. Dann ist das schon mal weg, weil das muss eh weg, ne? Und da hinten machen wir dann so ein bisschen Viehzucht hier da. Da machen wir die Viehzucht hin. Hier wird der Garten später noch erweitert. Dankeschön nochmal für die Information, dass dieser Maibaum dafür Sorge trägt, dass alle gebauten Teile quasi effektiver sind oder so. Ja, dann packe ich jetzt mal hier in unsere anderen Kisten noch ein bisschen Stein. Nein, falsche Taste. Hier. Hier haben wir den ganzen Schnulli, hier haben wir Metall und hier haben wir solcherlei Gedöns. Das wollte ich eigentlich im Inventar behalten, weil... Das muss ich im Inventar. Diese Sachen muss ich im Inventar behalten. Das aber nicht. So. Das heißt, ich bräuchte hier noch eine Kiste, ne? Ich bräuchte hier noch ein paar mehr Kisten, um den ganzen Schmonsens von da oben hier zu trapieren. Machen wir dann. So. Hier auch. So. Okay, dann packen wir das hier oben einfach rein. Und zwar das hier, das hier, das hier, das hier, das. Und die Köpfe können wir schon mal hier reinmachen. Das und das. Pfeile würde ich tatsächlich... Die haben ja kein Gewicht, ne? Das ist ja völlig egal. Das ist ja völlig egal. Gut, dann packe ich das Fresschen mal hier rein. Denn das ist ja alles schon fertig.
Hier packen wir noch ein paar Bärchen rein. Reicht aber nicht. Wir haben keinen Platz mehr. Ja, Leco Mio, was ist da los? Machen wir das hier rein. So, ja, ich weiß, ich brauche auch Essen, aber ich brauche auch ein bisschen Platz, damit wir den ganzen Müll von da oben hier runterkriegen. Das würde ich jetzt ganz gerne einmal tun. So, einmal ein bisschen sortieren. Das ist mir wichtig. So, nehme ich das jetzt mit. Zack, 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 zack. Ja, das ist sehr schwer. Jetzt die ganzen Köpfe. Zack, zack, zack. Die Bratzköpfe von den Trolls. Ah, das reicht, okay. Okay, dann haben wir hier nichts mehr, ne? Okay, pass auf. Dann werde ich jetzt fix das nochmal runterbringen. Und dann reißen wir die Hütte ab. Eiskalt. Sieht scheiße aus. Und, da muss was Neues hin. Irgendwann. Wo will ich jetzt hier hin? Nein, da muss ich hin. So. Hier kommen die Köpfe. Köpfe, Köpfe, Köpfe. So, das auch. Und dann packe ich einfach zu den Sotlingkernen, glaube ich. Das ist eine richtig gute Idee. Hier die Sotlingkerne. Da packe ich halt das hier alles rein. Dieses ganze wertvolle Zeug. So, das brauchen wir fürs Portal, wenn wir unterwegs sind. So. Ich nehme meinen Hammer. Und werde jetzt die Hütte abreißen. So, machen wir. Hammer. Let's go. Kann ich da noch mehr abreißen? Ja, kann ich. Ja. Schön. Läuft. Das macht Spaß. So, nimm mit. Hier, alles mitnehmen. Zwischendurch mal gucken, dass wir hier nicht überladen sind. Wäre, glaube ich, eine ganz gute Idee. So, dann nehme ich erstmal hier die Kisten noch mit. Herrlich. Okay, ich bin voll, ne? Gut. Bin voll. Okay, let's go. Dum di dum di dum. So, da haben wir, glaube ich, eine ganze Menge Holz. Klassisches Holz. Achso, ich habe den Hammer an, deswegen kann ich nichts öffnen. So, dann hauen wir das hier rein. Das hier rein. Steine noch hier vorne. Go! Und wieder zurück. Was für ein Spaß. Ich bin heute Abrissbirne. Ich bin heute die personifizierte Abrissbirne in diesem Spiel. Es ist herrlich. Irgendwie so ein bisschen Genugtuung, habe ich das Gefühl. Ach, jetzt... ich kann nicht mehr abreißen, weil ich jetzt gerade die Werkbank zerstört habe. Das ist ja richtig clever. Moment. Okay. Ja, kein Problem. So, ich bin voll. Okay, okay, okay. So, dann machen wir das noch. Die Möhren können wir auch nochmal ernten, nochmal neu anpflanzen und so. Ob wir das jetzt machen, weiß ich nicht. So, das hier. Rein damit. Oh, wir haben ein bisschen Fell. Na, wie schön. Nicht Fell, Leder. Leder meine ich. Ja. Okay, weiter geht's. Ich glaube, den Hammer muss ich auch gleich reparieren. Nein, der sieht gut aus. Alles ist im grünen Bereich. Was für ein Spaß. So, Hammer, Hammer, Hammer. Hier nehmen wir noch ein bisschen mit. Okay, dann lasst uns von oben alles langsam zerstören. Alles runter, deppen. Eigentlich kann ich auch alles kaputt machen, ne? Und wenn ich jetzt nicht alles mitnehmen kann, ist ja auch egal.
Das ist ja prinzipiell erstmal völlig Hupe. So. Kann man ja später nochmal einsammeln. Oh Gott, das macht so Laune, ne? Aber meine Ausdauer, weil ich nichts gegessen habe, ist natürlich entsprechend gering. So. Ja, ich warte. Ah, ist das schön. Herrlich. Weg mit dem ganzen Müll. Also ein bisschen was einpacken konnte ich ja noch, ne? Oh, jetzt habe ich es gerade repariert. Das war doof. So. Sehr, sehr gut. Ja. Gut. Liegt jetzt hier unten noch schnell die ganze Kacke weg. Zum Schluss die Werkbank. Wenn ich dann wirklich alles kaputt gemacht habe. So, jetzt haben wir alles, ne? I think. So, gut. Dann bringe ich die Scheiße um. Ach nee, warte mal. Hier haben wir noch. Oh no! Ach, jetzt komm schon. Ja, super. Warte. Ich habe jetzt leider die beiden Dinger hier vergessen. So. So. Ach, hier ist auch noch was. Okay, aber jetzt habe ich, glaube ich, alles. Ich lasse mal die Werkbank noch stehen. Ich lasse sie einfach eiskalt noch stehen und dann, bevor wir wieder irgendwas übersehen haben. So, okay. Hier ein bisschen Holz. Holz haben wir auf jeden Fall jetzt eine ganze Menge. Finde ich gut. Gefällt mir. Lederreste, ein bisschen Flint. Kann ich auch noch mit rein, bitteschön. Und dann kommt hier noch ein bisschen Lederreste und so. Let's go. Träumchen, Freunde, Träumchen. So, jetzt sammeln wir die ganzen Mist ein. Ach, ich finde ja, dass es viel schöner ist, jetzt wo die ganze Kacke weg ist. Hier könnte man das auch noch ein bisschen weiter absenken, das ganze Gefilde. Das wäre, glaube ich, auch gar keine schlechte Idee, dass das Ganze ein bisschen weiter unten ist und sich hier unten ein bisschen anpasst. Halt. So. Holz, Holz, Holz. Nur Holz. Da war nichts anderes drin als Holz. Schön, schön. Unsere Schlafputze haben wir ja in unserer Raidbase. Insofern ist das hier völlig okay, was ich gerade mache. Wenn es den einen oder anderen gerade wundert, warum ich hier alles kaputt mache. Ich mache alles kaputt, weil ich da richtig Bock drauf habe. So, guck mal. Fertig. Hier noch. Bäm. So, heißt, wir haben jetzt hier alles fertig. Okay. Alles eingesammelt. Sehr, sehr gut. Und hier ist kein Platz mehr. Na, hervorragend. Freue ich mich total. Haben wir denn irgendwie da drunter noch ein bisschen Platz? Ne, weißt du, was ich mache? Ich hau das hier vorne rein. In den hier. Dann kann der nebenbei auch nochmal ein bisschen Schnullifatz machen. Finde ich auch ganz gut. Oh, das war gerade extremes Geruckel. Erstaunliches Geruckel. So, was machen wir jetzt noch Feines? Jetzt werde ich hier oben nochmal schnell... Erstmal will ich gucken, wie es meinem Tierchen geht. Wie geht's dir? Kleines Scheißerchen. Muss ich da nicht irgendwas machen mit dem? Also ist ja irgendwie so ein grüner Pfeil, wenn ich das sehe, ne? Ist ein kleiner grüner Pfeil, dass es scheinbar nach oben geht mit der Zähmung. Aber ich weiß halt nicht so genau, wann der nicht mehr aggro auf mich ist. Vielleicht hat dann das Herz irgendwann eine andere Farbe. Ich lasse ihn mal in Ruhe. Ich denke, das dauert einfach nur Zeit. Vielleicht hätte ich noch ein zweites... Areal bauen sollen für einen nächsten kleinen süßen. So, ich nehme mal die Möhrchen mit. Pam. So.
Sehr gut. Dann haben wir das schon mal. Dann machen wir jetzt noch mal ein bisschen Möhrensaat, würde ich fast sagen. Einfach mal nur ein Feld mit Saat machen. Dann haben wir erstmal genug davon. Da muss natürlich hier auch noch ein neues Feld hin, ne? Warte mal. Ich brauche meinen Dreizack. Wie viel? Guck mal, wir haben nur 9 Samen. Bin mir aber gerade nicht sicher. Das muss ich mal kurz checken. Ob wir bei uns in dem... hier in dem Kleinen noch was drin haben. Hallo? Doch, guck mal, hier haben wir noch Möhrensaat. Das müsste ja theoretisch noch reichen, ne? Aber ich mache jetzt trotzdem mal ein Feld nur Möhrensaat und dann haben wir erstmal Ruhe, würde ich sagen. So. Also. Machen wir das hier einmal fertig. So. Zack. Dann haben wir da erstmal ein bisschen was geschaffen. Oder? Ich muss genau gucken, ob ich hier so ungefähr wenigstens die richtigen Spots finde, damit die sich nicht gegenseitig behindern. Ich fühle mich nicht länger ausgeruht, das kann ich mir jetzt gar nicht vorstellen. So. Gut. Zack. Also ich war schon mal gerade, ne? Na, Hauptsache, das funktioniert so. So, hier nochmal. Ansonsten werden die ja braun. Wenn die nicht genug Platz haben. So, einen noch. Eine Reihe noch. Ja. Fehlende Voraussetzung? Oh. Okay. Na gut, dann machen wir hier noch ein paar Möhrchen rein. So. Passt auch für mich. Kein Problem. So, was haben wir denn hier noch? Hier haben wir jetzt 2 Bienenstöcke. Das ist ja auch schon mal ganz nice. Da kann man auch schon gut was mit anfangen. Ein paar mehr wären natürlich besser. So, hier hätte ich gerne noch ein paar mehr Fackeln, wenn ich ehrlich bin. Furchtbar gerne noch ein paar mehr Fackeln. Hier. Und zwar genau hier noch eine. Hier am Wegesrand oder hier bei den Stufen würde ich das ganz gut finden. Hier so. Okay, die war gerade Quatsch hier. Hier so. Hier ist besser. So, denn hier auch. Und hier auch. Machen wir hier auch noch einen hin und dann ist das für mich okay. So, da oben ist ja jetzt nichts mehr, deswegen ist mir das hier eigentlich auch total egal. Aber wir können ja hier noch ein paar ranmachen. Hier. Hier habe ich keine Werkbank mehr. Das ist natürlich ungünstig. Machen wir hier noch eine hin. Hallo? So. So. So, okay, das passt für mich. Helligkeit ist gegeben. Hier vorne würde ich auch gerne noch ein paar Lämpchen hinmachen. Also hier wahrscheinlich eher nicht so, weil die Tierchen mögen das ja nicht, ne? Aber hier so. Oh, warum hat der hier keinen
kein Pendant mehr? Achso, weil ich noch kein Tor... Das ist ja das Reisetor, ne? Nee, was ist... Moment, was ist das hier? Warte mal. Das irritiert mich gerade. Hier haben wir Kupfer. Ah ja, alles klar. Kupferdings haben wir vorne auf der anderen Seite. Hier ist die Raid Base und das ist das Reiseportal, was wir jetzt gar nicht aufgebaut haben, logischerweise. Weil wir nicht unterwegs sind. Ausflug heißt das. Muss ich mir auch merken für irgendwann mal. So. Okay. Das kann wachsen. Hier ist alles soweit fertig. Und dann kann ich auch jetzt direkt schon mal mitteilen, dass das hier vorerst die letzte Folge Valheim ist auf meinem Kanal. Denn man soll immer aufhören, wenn es am schönsten wird oder ist. Und wenn es nicht mehr am schönsten ist, muss man spätestens dann aufhören, wenn man Bock auf andere Sachen hat. Also beende ich jetzt an der Stelle Valheim. Und, naja, ich pausiere wahrscheinlich eher, denn im Herbst, Quartal 3, später in diesem Jahr, kommt ja nochmal ein riesengroßes Update. Und es ist sehr gut möglich, dass ich dann wieder reinschaue, denn wir haben ja hier noch einiges zu tun. Hier muss ein Hafen gebaut werden. Ein schönes Bötchen muss hier hin, eine Wohnhütte muss hier noch hin. Wir müssen noch Tiere züchten, die Landwirtschaft ausbauen und wir müssen vor allem die Map erkunden. Allerdings habe ich dazu aktuell eher wenig Interesse, sondern habe Bock auf was anderes. Was das sein wird, das werdet ihr hoffentlich dann sehen in den nächsten Tagen. Also ja, an der Stelle vielen, vielen Dank fürs Dabeisein in Valheim. Es hat mir viel Spaß gemacht und ich freue mich auf jeden Fall auf das nächste Let's Play und auf alles weitere, was hier so stattfinden wird. Also vielen, vielen Dank und bis bald. Macht's gut. Ciao.